Heidiho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jade Cocoon. Im letzten Part haben wir ja den Libellenwald einmal betreten und im letzten Part haben wir auch schon ein neues Monster gefangen. Ja, ich habe jetzt einmal meine Monster ein bisschen trainiert. Das sieht man jetzt auch bei der Stufen und so, also 9, 10, 9. Konzi schaut momentan noch mal ein bisschen verändert aus, also sprich, er ist nicht mehr so drachenmäßig, sondern ein bisschen anders, aber das werde ich im nächsten Part, also kurz vor dem nächsten Part nochmal korrigieren. Ja, was gibt's zu dem Wald Großartiges zu sagen? Wir werden den Wilderer nochmal treffen. Und das war jetzt ein Wasserelement gewesen. Ja. Also den Wilder werden wir jetzt wahrscheinlich eh gleich treffen, na? Feuer. Ja, das passt mir jetzt eigentlich eh gehört und kann eigentlich gleich in Kanzi eh gleich sagen. Er schaut so ungefähr aus wie das Viech jetzt da. Halt natürlich auch Wassereigenschaft. So, er hat natürlich ist das gefährlich dazu gelernt, dass da das auf 1b runtergeht, aber das ist ziemlich selten, dass das passiert. Und ja, er hat das Selam gelernt, also dass man, wenn jetzt mir selber zu Stein werden, dass man auch wieder zu Fleisch werden. Ein bisschen verwirrend, aber ja. So. Ja, komm. So, komm, dir weiter. Dam di dam mit dem. Ach ja, übrigens, aufscreen habe ich noch kurz was anderes auch getan. Also, wie ich im letzten Part gesagt habe, ich jetzt den kleinen Vogel gekauft, also sprich die Waffe da. Die Silberweste habe ich auch noch gekauft, dass wir ein bisschen mehr Schutz haben. Und ja, schon habe ich eigentlich einmal trainiert, also nichts Besonderes. So. Und gucke da, wer huckt da? Der Wilderer. Das Glück verwöhnt mich heute nicht. Ich verdiene nicht einen einzigen Yen, wenn ich einen Menschen einfange. Hey Kleiner, hast du ein paar Leuchtkäfer-Kokons? Reich sie mal rüber und es gibt auch keinen Ärger für dich. Was? Du möchtest kämpfen? Ich bin dabei. Na komm schon. Ja, das kannst du denken, dass ich dir mal einen Leuchtkäfer gebe. Ja, jetzt hab ich gerade die Waffe gesehen, also hat jetzt die Lufteigenschaft, was uns eigentlich eh ziemlich viel bringt. So. Luft hat er. Ah, kämpfen wir mit Feuer. Dim. Ja, das wird da nichts viel bringen gegen Feuer. Dim. Ach komm, tu mal ein bisschen. Einen stärkeren Zauber einsetzen. Okay, das muss ich sagen, der war jetzt wirklich gut für ihn. So, das war mal das. So, speziell haben wir nichts mehr, da geht auch nichts mehr. Dim. So, genau, und jetzt da die gerne wechseln, danke. So, Konzi, ja. Also Karma und Konzi sind die einzigen zwei Novos auf Level 9 sind, deswegen die würde ich jetzt ein bisschen mehr bevorzugen als den Jonas. Weil ich echt auch haben will, dass die Border auf Level 10 kommen. Na.
wenn ich mir nicht ganz da stehen, werden wir einmal noch begegnen. Bin mir zwar jetzt nicht grad sicher, aber ich glaube wohl einmal noch. Große Walnuss und Skelettschlüssel. Stufe erhöht und Stufe erhöht. Passt gut. Passt mal gut. Ein würdiger Gegner, wie ich sehe. Das war's dann für heute. Den Skelettschlüssel werden wir jetzt, glaube ich, auch klein setzen können. Da werden wir jetzt aber nochmal hinterher. Weil da müssen wir jetzt noch auf einen anderen Weg gehen, dass wir den Skelettschlüssel einsetzen können. Ach komm, ey. Es war da wieder auf Wassereigenschaft, das Viech. Das ist die Erde. Erde oder Luft? Ich glaube eher Erde. Nachschauen will ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, manchmal geht's nicht anders. Also, wenn man es von der Farbe her nicht sieht. So, natürlich hat er der Warp Point. So. Ach ja. Na komm. Den fangen wir jetzt an noch. Den lieben Wassertrachen. So, ist natürlich. Man kennt mir mit Luft. Ja, es ist jetzt natürlich unpraktisch, dass wir jetzt da kein Erdelement haben. Aber ja, wie bereits im ersten Part oder im zweiten, habe ich mich alle auf die drei Elemente da spezialisiert, weil es sowieso Erde kaum braucht. Also, Erde ist sowieso schwächer gegen Luft. Also, ja, ein Klon hier von der Welt. Ach, egal. Egal. Bekommt er wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte. So. Na? Ach komm. Moment, Moment. So, jetzt. Anti-Steinreif, Malti-Siegel. Okay, okay, okay. Ausrüsten. Anti-Steinreif. Verbreitete saubere Luft. Ja. Nutzen. So. Ja, passt, passt. Das können wir alles gut gebrauchen in den letzten Kämpfen. So. Was gibt's durch hier uns? Ah, mal eine Wissenstafel. Ein Kickelbell haben wir selber. Ah ja, haben wir gerade. Nach klar, was gerade fragen. Nach Jamo fragen. Junker Walnuss mehr. Oder. Naja, egal. So, die nächste Wissenstafel. So, was sagt die uns? Wertvolles. Wissen 5. Die Versteinerung verhärtet deinen Körper in jeder Hunger bis zum Tode. Angriff und Abwehr werden schwerer. Naja, egal. Das ist nicht unbedingt wichtig zu wissen. Weil sobald der Kampf zu Ende ist, ist der Status sowieso wieder weg. Also sprich, auch wenn er jetzt vergiftet war, ist der Status auch noch ein Akler weg.
So. Ja, der Warbrand, der interessiert uns momentan nicht. So. Den Wilder haben wir ja schon. So. Jetzt gehen wir mal da lang. Ah ja, da haben wir einen Sperr gefunden. Den, was sie aber leider nicht mehr aufgenommen haben. Und zwar den weißen Horn. Das weiße Horn. Eigentlich eine unpraktische Waffe da, aber ja. So. Natürlich kann man die auch verkaufen. Es ist nicht das, die große Geschichte, aber ja. Es ist jedem seins überlassen. So. Ja, egal. Wasser. Gehen wir gleich mit Luft bekämpfen. Ja, natürlich. Ach, wie die Attacke auf dem Haus. So, bevor wir jetzt aber wirklich ganz zu Stein werden, können wir nämlich schön wechseln. Ja, ist jetzt ziemlich blöd, weil ich jetzt gerade Feuer genommen habe gegen Wasser, aber ja. Ich glaube kaum, dass der Wasserangriff hat. Ne, der hat leider den Steinkack da. Ja, ich hätte das eigentlich jetzt fangen können, aber da ich den schon mit Konzi vereint habe, bringt man das jetzt auch nichts mehr, den normal zu vereinen, weil der allein einen kleinen Angriff hat. So, Skelettschlüssel. So, und wo geht's da lang? Ah, da sind wir. Okay. Okidoki. Sprich, kleiner Mann. Du hast mich erschreckt. Was machst du hier? Ah. Göttliche Tafel übergeben. Ach, du sie also nicht hast? Ja. Natürlich müssen wir jetzt auch die göttliche Tafel ja schon mal finden. Aber das werden wir dann bei einer. Das werden wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Chichikun machen. Weil unsere Zeit jetzt gleich wieder vorbei ist. Deswegen. Vedo hat es speichern, wenn es geht. Optionen, genau. Oder nicht. Ah, jetzt. Ja, jetzt werde ich doch speichern. Okay. Ja. Nachdem wir jetzt natürlich gespeichert haben, werde ich einen kleinen Cut machen. Wer mit dem Monster, das was sie ausgewählt haben, gefangen haben, nochmal mit Konzi vereinen, dass wir wieder so ein drachenähnliches Wesen haben. Und dann sehen wir uns bei einer weiteren Folge von Let's Play Chichikun wieder. Und ich wünsche euch bis dahin wie immer. Viel Spaß!